Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus: Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Jesus antwortete ihnen: Diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihnen kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Inneren der Erde sein. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienstamt, liebe zukünftige Mitbrüder im priesterlichen Dienstamt, liebe Schwestern und Brüder, die ihr heute hier in der Katharinenkapelle in Heiligenkreuz seid. Das heutige Evangelium dieses Montag kann man kurz mit den Worten zusammenfassen: Jesus ist gegen Wundersucht, wie die Juden es zur damaligen Zeit exzessiv betrieben haben. Noch als Jesus am Kreuz hängt, da wollen sie erst dann glauben, wenn er herabsteigt vom Kreuz. Und wenn sie also ein Wunder sehen, dem man offensichtlich dann nicht mehr widersprechen kann. Und so kommen sie heute zu ihm und bitten ihn um ein Zeichen, heißt es da im Evangelium, um ein Wunder. Und Jesus wird ganz zornig und er sagt, wenn man das so kurz zusammenfasst, er sagt, es geht nicht um Wundersucht, sondern es geht um den Glauben an ihn, zu dem man sich bekehren soll. Und dieser Glaube wird dann durch das größte Zeichen, das Wunder aller Wunder hervorgerufen, wo Jesus seine Gottheit unter Beweis steht, indem er von den Toten aufersteht. Das ist das Zentrale unseres christlichen Glaubens, dass wir nicht wundersüchtig sein brauchen, sondern dass wir eben an das Zentrale glauben, Jesus ist von den Toten auferstanden, weil der Glaube an das ewige Leben das Entscheidende ist. Eine gute Gelegenheit, mal über Wunder zu predigen oder über die Wirkungen, die Gott in dieser Welt hervorbringt. Denn Jesus verurteilt zwar die Wundersucht, aber er wirkt selbst dauernd Wunder. Jesus ist nicht ein Gott, der nichts tut, sondern der dort, wo es notwendig ist, Tote auferweckt, Kranke heilt, Blinde sehend macht, Taube gehend macht, Lahme sind wieder gesund. Also er wirkt einiges an Übernatürlichem. Und deshalb muss man dieses Evangelium auch wirklich jetzt richtig einordnen. Wir haben gerade hier in Heiligenkreuz jetzt einen Mann gehabt, das war auch groß in der Zeitung, der vor einigen Jahren vorbeigekommen ist. Der war damals sterbend, der hat eine schwere Krankheit gehabt. Der hat am Grab eben ein Amerikaner, Andreas Nitzki, und er hat am Grab von unserem verstorbenen Abt Karl Braunsdorfer, dessen Seligsprechungsprozess läuft, gebetet, und er ist jetzt zurückgekommen, vollkommen gesund und macht gerade eine Radtour durch Europa. Sogar die größte österreichische Zeitung, die Kronenzeitung, hat das gestern berichtet. Wir dürfen uns über so etwas freuen. Ich könnte auch aus meinem persönlichen Leben also ein Dutzend solcher Wunder erzählen. Und dann gibt es noch andere so übernatürliche Wunder, die wir in den letzten Jahren lustigerweise mit dem Geld erlebt haben. Ich habe das früher ja, wie ich so ins Kloster eingetreten bin, in den heiligen Biografien gelesen, dass der Don Bosco zum Beispiel begonnen hat, ohne eine Lira seine Heime für die Studenten und Schüler zu bauen. Und auf einmal ist das Geld gekommen. Das haben wir in den letzten Jahren hier in Heiligenkreuz erleben dürfen. Und da ging es nicht um Beträge von 10.000 Euro, sondern manchmal war das viel mehr. Und es waren dann Tausende, die kleine Beträge gegeben haben, und dann war der große Betrag auch da.
Und das geht auch weiter so. Wir dürfen diese Wunder auch ganz konkret erleben. Denn Jesus hat ja gesagt, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Und es gibt auch übernatürliche Wunder, die Gott in die Zeit einzeitigt und die wirklich unbestreitbar sind. Unser Pater Bernhard ist gerade mit einer Gruppe von Studenten in Lourdes. Heilungen, die in Lourdes geschehen, die sind auch ganz nahe an uns herangerückt. Ich kannte noch so eine Frau, die ein beglaubigtes Wunder war, in Lourdes geheilt worden ist, die sterbend war auf der Rückfahrt im Zug und plötzlich war alles weg. Es ist das Wunder beglaubigt worden. Also das rückt dann alles ganz in die Nähe heran. Oder es gibt so Übernatürliches. Wir haben hier unter uns einen Spezialisten auch, den Pater Wolfgang Buchmüller, Professor an unserer Hochschule für spirituelle Theologie, ja, weil er auch besonders spirituell ist, aber auch weil er besonders gescheit ist. Und er hat ein kleines Buch geschrieben über ein Phänomen, das ganz interessant ist und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt oder davon gehört, über das sogenannte Ruhen im Herrn. Ich selber bin ja eigentlich da sehr nüchtern, aber das ist ein Phänomen, das mir immer erzählt worden ist, dass irgendwer, ein Priester oder manchmal sind es auch Laien, die legen die Hand auf und plötzlich fallen die Leute um. Ja, so eine Art Schlaf. Ja. Ich war mal in der Schweiz eingeladen, in Davos. Nicht zum Weltwirtschaftsgipfel, Gipfel der Student, der mich begleitet hat, ist heute sogar hier. Ich war in Davos eingeladen und habe dort Exerzitien gepredigt. Und die haben dann auch geschlossen in der Kirche, da waren so 200 Leute, hat es dann geheißen, und jetzt segnen wir die Leute auch durch Handauflegung. Da waren wir drei Priester. Und dann hat der eine, einer von den Priestern hat gesagt, ja, aber es könnte sein, dass die Leute dann umfallen. Ja, und dann haben sie so einen Dienst eingerichtet, damit die aufgefangen werden. Und ich habe dann begonnen, wir sind zu dritt gestanden, habe dem ersten die Hand aufgelegt, nichts ist passiert. Da habe ich mir gedacht, okay, dann kam die zweite, Hand aufgelegt, nichts ist passiert. Ja. Neben mir schon, bumm, beim anderen Priester und beim anderen Priester sind schon umgefallen. Da habe ich mir gedacht, gut, lieber Gott, ich habe dieses Charisma nicht. Ja. Und dann ging es aber los, ja. Dann sind die auch bei mir der Reihe nach umgefallen. Das Interessante daran war, dass ich gar nichts gespürt habe. Das war so normal wie irgendwas. Hand aufgelegt, ich habe gar nichts Besonderes gemacht. Normaler Priester, bin ein einfacher kleiner Priester. Hand aufgelegt und auf einmal sind die schlafend umgefallen. Der liebe Gott wirkt solche Zeichen, um unseren Glauben zu stärken. Aber bitte eben aufpassen, diese Zeichen, das sind nur äußere Zeichen. Das größte Wunder, für das wir eigentlich danken sollten, ist das Wunder, dass wir überhaupt leben. Das Wunder, dass wir überhaupt da sind. Das muss ich heute besonders sagen, weil meine Mama eben hier ist und die Mama ist nicht mehr ganz jung, weil, wo man einfach dankbar sein soll, dass man leben darf. Ja. Gestern habe ich eine erschütternde Geschichte gehört von einem Freund von mir, dessen Bruder in Nizza war, auf der Strandpromenade. Und wie dieser Lastwagen auf die zugefahren ist, der war dort bei einem Seminar, und sie waren dort auf der Strandpromenade unterwegs. Wie dieser Lastwagen dort gefahren ist, konnte er mit einem, sie waren zu dritt, konnte er noch auf die Seite springen mit dem anderen und der auf der anderen Seite einen halben Meter neben ihm ist tot. Ja. Dankbar sein dafür, dass wir leben dürfen. Einfach, dass wir sein dürfen. Jeden Tag dankbar sein auch dafür, dass Gott uns dieses Leben in Gesundheit und in Freude schenkt, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. So viele Menschen schreiben uns ja ihre Bitten, da sind so viele Bitten drin um Gesundheit. Ja? Menschen, die belastet sind mit schweren Leiden. Und dann kommt gleich an zweiter Stelle das noch größere Leiden vielleicht durch die Beziehungen, durch die gestörten Beziehungen, wo wir auch alles so selbstverständlich nehmen, dass wir Menschen haben, die uns lieben, die uns respektieren. Und ich kann euch sagen, was die Leute schreiben, was es da für Krieg, für Zwistigkeiten, für Streitereien in den Familien gibt, wo Kinder gegen ihre Eltern prozessieren und vor allem das Leiden dann auch der Eltern und Großeltern daran, dass die Kinder weg sind vom Glauben und zu Gott keine Beziehung mehr haben, das ist furchtbar. Und wir sollen dankbar sein, dass Gott in unserem Leben ganz offensichtlich dieses Wunder wirkt. Ja? Wir haben gerade junge Leute hier, die eine geistliche Kraftsportwoche machen. Ja? Man sieht, das sind Burschen, das sind junge Männer auf dem Weg ins Leben hinaus. Die meisten von ihnen sind gläubig, sehr gläubig sogar. Diese Kraftsportwoche hat einen doppelten Sinn. Wir trainieren unseren Leib, der ein Geschenk Gottes ist, ja, und den wir pflegen und kultivieren dürfen. Aber ich sage meinen Burschen immer,
Der Ministrant aus dem Irak ist übrigens westfälischer Landesmeister im Boxen. Ja? Ich sage meinen Ministranten und meinen Jugendlichen immer, ihr müsst beides trainieren. Ja? Nicht nur den Leib, sondern auch die Seele. Ja? Nur so hat man ein gutes Leben. Aber das Leibliche darf auch sein, soll auch sein. Aber bei der Sportwoche machen wir das eben auch in Verbindung eben jetzt mit viel Gebet, mit Lobpreis. Deshalb seid ihr auch hier. Und morgen werden wir um 13 Uhr dann unsere Gebetsstunde halten mit den Jugendlichen, wo wir den Rosenkranz beten für die vielen Gebetsanliegen. Jesus warnt uns, nicht wundersüchtig zu sein. Zugleich lädt er uns aber ein, vertrauensvoll zu bitten, dann werden wir empfangen. Im heutigen Evangelium geht es aber vor allem darum, dass er uns sagt, das eigentliche Wunder, aller Wunder, an das wir glauben dürfen, ist das ewige Leben, das er uns bereiten möchte und das jetzt bei der Feier dieser heiligen Messe durch die Vergegenwärtigung Jesu Christi in dieser unserer Welt, in unser Leben einbricht. Amen.